Hallo zusammen, willkommen zur sechsten Vorlesung von Signale und Systeme. Heute geht es weiter mit der Stabilität. Wir haben uns ja letztes Mal schon mit Stabilität von Systemen, von zeitdiskreten Systemen beschäftigt. Und das hat uns dann auch zur Übertragungsfunktion geführt. Heute wollen wir es in der kontinuierlichen Zeit uns anschauen. Und da ist es ein klein bisschen schwieriger, denn bei zeitdiskreten Systemen, da haben wir den Verzögerer und da können wir sagen, okay, jede Runde, jeden n plus 1, sammeln wir so einen Faktor p auf. Und dann ist klar, dass wir, ja, wenn p-Betrag kleiner 1 ist, dass wir dann stabil sind und p-Betrag größer gleich 1 instabil. Jetzt in einem CT-System, also sowas, was hier dargestellt ist, da läuft alles instantan. Wir haben ja hier unser a. Das ist also unser Integral, das verbraucht ja keine Zeit. Also wir haben ja instantan hier diese Rückkopplungsschleife. Und da müssen wir ein bisschen härter jetzt arbeiten, um herauszufinden, was da eigentlich so passiert. Wir können das Ganze wieder darstellen als Operatordarstellung. Y ist a durch 1 minus p mal a mal x. Und ja, was macht dieses System, wenn wir jetzt einfach mal einen Einheitsimpuls hier reinschicken? Und wir haben das gerechnet, ihr wisst, wie man sowas macht. Ja, ich kann jetzt einfach mal hier das Ganze entwickeln. Im Prinzip machen wir hier eine Reihenentwicklung von dem hier. Ich mache das einfach mal, indem ich anschaulich hier die einzelnen Schleifen unserer Rückkopplung durchlaufe. Da bekommen wir nämlich auch das gleiche Ergebnis, wie wenn ich algebraisch diesen Term hier auflöse. Also im ersten Durchlauf einmal quer durch. X ist ja unser Einheitsimpuls, läuft einmal durch den Integrator und dann hinten raus. Also bekommen wir ein A Delta T. Dann im zweiten Schritt, nicht zweiten Schritt, also es läuft ja gleichzeitig, aber wir haben einen Anteil, der eben einmal diese Schleife durchläuft, also das x zweimal durch den Integrator durch, einmal durch den p-Multiplizierer, also a Quadrat p Delta. Und dann geht das so weiter, hier dreimal durch den Integrierer, zweimal durch das p und so weiter. Dann bekommen wir hier diese lange Summe. Und jetzt können wir noch einmal das zusammenfassen, dass hier das Delta, der Einheitsimpuls, einmal integriert, ist ja der Einheitssprung. Das können wir machen, dann bekommen wir diesen Term hier, also aus A Delta wird dann ein Sigma und aus A Quadrat P Delta wird P mal T mal Delta. Ja, die Einheitsrampe, also wir können das alles jetzt einmal integrieren. Und ja, wenn wir das so fortführen, dann bekommen wir einfach diese Reihe hier. Und vielleicht kommt ihr euch bekannt vor, wenn ihr nochmal nachschaut in der Formelsammlung, hier haben wir genau die Definition für eine E-Funktion. E hoch P mal T. Genau, die Reihenentwicklung von der E-Funktion ist ja immer quasi der Exponent p mal t in aufsteigenden Potenzen und dann 1 durch n Fakultät, also 1/2, 1/6, 1/6 käme 1/24, 4 Fakultät. Also bekommen wir hier eine E-Funktion mit diesem Pol p im Exponenten. Und jetzt ist es auch relativ klar, wo die Reise hingeht mit der Stabilität. E-Funktionen, ihr kennt es aus der Mathematik, wenn ich einen positiven Exponenten habe, hier, meinetwegen e hoch x sieht so aus, hier ist x, und so sieht e hoch minus x aus. Also positiver Exponent divergiert, negativer Exponent konvergiert, ja, weil wir
schauen uns ja nur die positive Hälfte an. Ja? Das hier ist unsere Zeitachse. Und ja, wir fangen bei 0 an und gehen Richtung positiver Seite. Also zusammengefasst ist es dann so, dass wir Stabilität haben in der linken Halbebene, dort wo Realteil von P kleiner 0 ist. Warum ist das so? Schauen wir uns nochmal kurz an. Also wir haben eine E-Funktion, E hoch P mal T, und da ist noch ein Sigma von T dabei, aber das ist jetzt im Moment egal. Und ja, P kann jetzt eine komplexe Zahl sein. Also wenn P eine komplexe Zahl ist, dann können wir sie ja schreiben als A plus I mal B. Ja, mit A und B reellen Zahlen. Dann kann ich das hier auch schreiben als E hoch A plus IB mal T, also Sigma. Und jetzt kann ich das Potenzgesetz anwenden, so eine Summe im Exponenten kann ich auch schreiben als E hoch A mal T. Ja, klassisch eine Exponentialfunktion mit reellem Exponenten und dann mal e hoch i bt, und das kann ich jetzt auch schreiben als Cosinus von bt plus i sinus bt. Okay, also was wir hier bekommen, ohne das i, das ist der Imaginärteil, und das a ist der Realteil. Und das A hier vorne, das dominiert hier unsere Stabilität. Ne? Also wenn das A kleiner als 0 ist, dann haben wir gesehen, geht die Exponentialfunktion runter. Also hier haben wir quasi konvergente Signale. Und wenn es positiv ist, dann haben wir ein divergentes Signal. Und alles, was das B macht, also alles, was der Imaginärteil macht, macht uns eine komplexe Modulation hier rein. Ja, also trägt nicht zur Stabilität bei. Gut, so im Vergleich, wie sieht das jetzt aus? CT, DT. Also in DT hatten wir gesagt, Betrag von P kleiner 1, Stabilität im Einheitskreis, Stabilität in CT, linke Halbebene, also auf der linken Seite. Also doch ganz deutlicher Unterschied, unterschiedliche ja, Bereiche, auch in der Größe. Was uns jetzt auffällt, wir hatten mal das Beispiel mit dem Zinseszins. Da war einmal der Zinssatz in DT war 1,1 für 10% Zins und in CT war es 0,1, und das sehen wir jetzt auch genau, warum das so sein muss. Denn Zinseszins ist ja gerade instabil, zumindest wenn wir positive Zinsen bekommen. Und da sind wir bei DT, sind wir hier genau bei 10% Zinsen hier über die instabilen Rand in die positiven Zinsen gekommen, bei 1,1, und im CT-System mit 0,1 sind wir hier auch genau über die Grenze drüber. Also da bekommen wir hier diese Korrespondenz, und wir werden das später auch noch sehen. Die Herausforderung ist dann, auch diese beiden Welten zu vereinen. Also wir werden eine Abbildung finden müssen, wie wir quasi diese linke Halbebene hier irgendwie auf einen Kreis abbilden und umgekehrt. Ja, so können wir die beiden Welten dann verbinden. Okay, aber dazu mehr eher so Richtung Vorlesung 13 oder 14. Wunderbar. Also das zur Stabilität in CT-Systemen. Und das nutzen wir jetzt gleich im nächsten Video, um zur Übertragungsfunktion zu kommen. Bis gleich.